ist vorbei, dir ist sicher ein Stein vom Herzen gefallen, das war grandios. Wie sind deine Empfindungen? Ja, überwältigt. Also wenn man es dann selber sieht, was man über das ganze Jahr aufbaut, ist man dann auch sprachlos, obwohl man schon so viel reingehört hat oder auch mitbestimmt hat. Aber es war toll. Kompliment an Sergio Flores und dem Team. Ich war beeindruckt von der Fülle der Teilnehmer, von der glanzvollen Musik, von der wunderbaren Geschichte des Flüchtlingsmädchen Bad, die mit diesen 10 biblischen Vorbildern ihre Situation, ihre schwere Situation in Österreich anscheinend meistern konnte. Ist Musik und Tanz ein Weg, um sich Gott zu nähern? Für denjenigen, der ein offenes Herz dafür hat, auf jeden Fall die Musik. Und man braucht noch ein weiteres Herz, dass man auch Tanzdarbietungen als so eine Inspiration für die Gottesbegegnung interpretieren kann. Aber ich kann's. Fantastisch, wirklich. Also einmalig, wirklich sehenswert, fantastisch. Also gigantisch, ich bin total beeindruckt. Die Projektionen und der Text und dann sie, die Hauptdarstellerin, auch wie sie getanzt hat und das eben alles mit den Popsongs vermischt. Also es war sehr, sehr berührend. Bibelgeschichte einmal anders formuliert und dann eben diese aktuelle Geschichte des Flüchtlingsmädchen da hineingewoben, also wirklich fantastisch. Passen solche Events in eine Kirche? Ja, absolut. Also ich finde, in eine Kirche passt fast alles, das Menschen berührt und das eben auch eine Geschichte erzählt, die uns letztendlich doch mit etwas Höherem verbindet. Also alles, was hier die Themen, die vorgekommen sind, egal ob das jetzt Neid oder Flucht oder Angst oder Liebe war, das sind einfach alles Themen, die eben auch in der Bibel stehen und die auch etwas Höheres haben. Und ich finde, das ist ein besonderer Trigger, würde man jetzt neumodisch sagen, um Menschen auch in die Kirche zu bringen, die sonst nie in die Kirche gehen. Sag, warum unterstützt ihr dieses Projekt? Electric Church ist eigentlich schon das zweite Jahr, wo wir jetzt dabei sind. Wir unterstützen Electric Church A durch die gute Freundschaft zum Robert Otto und B einfach Elektromobilität. BMW steht unter Strom, BMW i3, i8 und da sind wir eigentlich sehr aktiv, sehr gut unterwegs und das ist einfach, glaube ich, der richtige Weg, zusammen mit der Kirche, Electric Church und man merkt auch darum am Dachboden, in einer Kirche geht es auch ein bisschen anders und das ist einfach der Grund, warum wir dabei sind. So bringt man Menschen auch wieder in die Kirche. So ist es und ich glaube, dass es auch gut ist und mit dem Toni Faber haben wir, glaube ich, auch eine gute Möglichkeit, dieses Thema Electric Church weiterzuführen und wir werden, solange es mir möglich ist, den Robert unterstützen, weil es einfach sehr gut zusammenpasst und ich wünsche ihm für heute Abend viel Erfolg. Was erwartest du dir von dem Abend? Ich war ja letztes Jahr schon einmal dabei und habe in der Karlskirche schon sehr viel erlebt, aber ich glaube, hier mit dieser großen Kirche ist das Ganze sicher nochmal viel imposanter und das haben wir jetzt schon unten gesehen, ist schon, ich glaube, das wird top. Gewaltiges Projekt im Stephansdom. Was bedeutet das für dich? Stephansdom ist, glaube ich, was die Electric Church angeht, sicherlich einer der Höhepunkte, die man erreichen kann, weil es ist das Wahrzeichen unserer Stadt. Es ist sicherlich auch einer der Wahrzeichen des Landes. Und hier etwas machen zu dürfen, ist natürlich eine hohe Auszeichnung, aber auch eine große Ehre und man begegnet dem mit Demut. Ja? Also ich bin sehr froh. Wie viel Vorbereitung und schlaflose Nächte hattest du? Du willst es nicht wissen. Es ist tatsächlich so, dass ich extrem wenig Schlaf bekommen habe und für diese schwarze Maske dermaßen dankbar bin, dass ich hoffe, ich kann sie die nächsten Tage auch anbehalten, weil es wird sicherlich einige Zeit lang dauern, um die Nachwehen noch sozusagen auszuschlafen. Du füllst Kirchen, das schafft die katholische Kirche nicht jeden Sonntag. Wäre das nicht ein Konzept dafür?
Jein, also erstens einmal, ich finde es ja auch ganz schön, einmal eine normale Messe zu besuchen, so ist es nicht. Aber außerdem, bei den Kosten, die damit verbunden sind, glaube ich, wäre das vielleicht ein bisschen schwierig, sogar für die katholische Kirche. Also ich bin sehr beeindruckt. Den Stephansdom betrete ich ja nicht allzu oft. Und in diesem Sinne mit moderner Musik, wow. Das heißt, wenn das jeden Sonntag so wäre, würdest du öfter in die Kirche gehen? Ja, es könnte sein, dass ich dann öfter in die Kirche gehen würde. Das waren ein bisschen viele, ja. Aber in jedem Fall hat mir super gefallen. Auch das Treppensteigen nach der Show, genial.